Hallo und willkommen zurück zu Dayang. Wir machen uns jetzt auf dem Weg den hohen Turm zu erkunden. Jetzt nachdem wir die Freispeicherfunktion freigeschaltet haben, geht's jetzt zum Turm. Der arme Michael ist leider auch tot. Fehlt aber noch einer auf dem... einer der Camper fehlt noch. Den haben wir... den haben wir nicht alle gefunden. Einer von der Dreier. Da wissen wir jetzt noch nicht, wo der ist. Huch. So, also wieder zurück zur Menor-Farm. Dann zum Aprikosenhain und forschte wieder nach oben. Und dann geht's weiter. Ja, ich konnte ja hier nicht hoch. Muss hier den Umweg latschen. Überall kann sie sich hochklettern. Außer an diesen Felsen hier mit, keine Ahnung, 10% Neigung. So Holz. Jetzt ist halt wichtig geworden, beziehungsweise nützlich, weil damit können wir unser Lagerfeuer errichten. Mal gucken, wie intensiv ich es dann nutze, weil bis jetzt hatte ich ja immer das Gefühl, dass die eigentlich ganz fair verteilt sind. Jo, hier fehlt auch noch eins. Also hier nochmal zu dem Alten gehen. Gucken, ob der irgendwas Neues im Inventar hat. Weil der hatte war ja ein Händler. Vielleicht hat er jetzt irgendwas Neues, Cooles, zum Verkaufen. Jetzt haben wir uns ja den Speer gegönnt, den wir bis jetzt noch nie genutzt haben. Aber vielleicht brauchen... Ah ne, wir haben ihn ja schon mal genutzt gegen das Wildschwein, aber... Dann muss hier den Speicherstand nochmal neu erschaffen. Also haben wir den Speer auch noch nie genutzt im jetzigen Durchgang. Nehmen wir das Ding hier weg. Du bist wieder ein Wildschwein rum. Die blöde Sau. So, wo ist der gewesen? Hier hinten. Ja, da. Jetzt ist der auch tot. Nee, der lebt noch. Okay. Hey. Welcome back. Lass uns handeln. Let's make a trade. Heilsalbe, Stimulantien und Giftnadel. Was mehr hast du nicht? Come back when you have other ranks and titles. Next time I could have other things to trade. Ja, das ist gar nichts anderes. Jetzt will ich noch vier Sachen. Gut, dieser Abstecher war sinnlos. Ein Stück Steak im Wasser. So.
Schnellreise zum Aprikosental. Immer hier direkt Brecheisen draußen. Da oben ist unser Ziel. Auf Richtung Fahrstuhl. Ja, hab die mal nicht so. Du hast Schuhe, die besser im Sprinten machen. Und die Schuhe kann man ja rein theoretisch auch verpassen. Und die Hosen auch. Die Hosen und die Schuhe sind ja optional, genau wie die Gärtnerhandschuhe. Aber die Kletterhandschuhe, die sind Pflicht. Das ist ein Item, das musst du haben, weil du sonst einfach nicht hier hochkommst. Ich muss ja eigentlich gar nicht. Also richtig streng gesehen muss ich ja auch nicht hier hoch. Ne? Ich kann ja einfach da hinten den Weg weitergehen und weiter erkunden einfach. Jetzt können wir vorstellen, dass wenn wir jetzt hier oben sind, wir irgendwo an eine Barriere kommen, wo wir nicht weiterkommen, weil uns irgendwas fehlt. Ja, hier ein Schlüssel oder was weiß ich. Das Einfachste jetzt einfach mal. Hier ein Schlüssel. Wo wir jetzt mal hier nicht durch das Tor durchkommen. Und dann müssen wir trotzdem einfach da unten weiterlaufen. Dass wir den irgendwo dann finden. Hier ist zu. Ein Gerüst, da kommen wir rüber. Hier ist Blut der Ecke. Das ist auch zu. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt will. Nevermind. Da ist ein Schnellreisepunkt. Die wollen mich doch alle verarschen. Hätten wir das ganze Gerät hier sparen können. Ja gut, im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Oh, hier ist Strom drauf. Wo sind denn die Schilder innen angebracht? Beziehungsweise, warum sind beide Schilder innen angebracht? Okay, klettern wir mal hier hoch. Kein normaler Wildhund. Ich glaube, das sollte bedeuten, fall nicht runter. Jetzt habe ich nur Druck, nicht runterzufallen. Jetzt werde ich bestimmt erst recht runterfallen. Hier guckt man auch. Gerade ob ich schon hier oben irgendwas sehe. Wo man, wenn halt man doch runterfällt, irgendwo sich in Sicherheit bringen kann. Habe ich den Sprung? Nee, den Sprung schaffe ich nie. Kacke, was soll ich machen? Darüber springen. Never, außer ich halte mich da an diesen
In den Drähtern da, das heißt Drähtern an den Stangen. Da kann die sein, dass ich, wenn ich springe, dann bis zur untersten Stange mich dann da festhalte. Das glaube ich fast nicht, ja. Uff, ich schaff's doch bis rüber. Boah, gerade so, aber nur. Wo ist denn die Kackthöhle? Ist gar nicht mehr hier. Und die ganzen Leichen sind auch weg. Es sind nur noch Knochen, die hat die sofort alle gegessen. Na toll. Speichern deaktiviert. Wo ist unser Speer? Aua! Machen die mir einen Schaden. Mehr. Mist. Ist ein Arm. Arm aufgehoben. Wo nehme ich die dann noch mit? Mitten im Kampf. Hä? Ah! Der hat gescheatet. Nee, er ist an uns vorbeigesprungen. Wir haben es gehört, wie es geknistert hat. Beschiss. Okay, die Mega-Bulldogge brauchen wir gar nicht angreifen. Das ist ja auch Quatsch, dass der gar keinen Schaden kriegt durch den Speer. Was passiert eigentlich, wenn wir ihm ein Giftgehöder hinwerfen? Ich vermute mal gar nichts. Wenn er als Boss zählt, denke ich mal, dass der Giftgehöder immun ist oder sich darauf gar nicht erst einlässt. Aber wir können es einfach mal probieren. Ist das der Giftgehöder oder der Giftgehöder? Der tödliche Giftköder hatten wir auch einen betäubenden Ja, wir hatten auch einen nicht tödlichen Giftköder. Gut, aber das ist. Na gut, wir können ja mal beide probieren. Ja, mal gucken, wie kann ich denn die ausrüsten? Muss ich die hier reinpacken? Ja, ne? Dieses Zeug essen, du sollst doch nicht essen, du sollst es werfen. Also, du musst mal die Werftaste drücken, ne? Alter, diese Kacktöle! Vorne die Werftaste. Nee, das war's nicht. Wie konnte ich was werfen? Hä? Hat er mich schon wieder angehüpft. Ja, wieso kann ich nichts mehr werfen? Ich muss ja die Hände frei haben. Ja,
Ja, natürlich springt er dorthin, wo ich hin ausweiche. Aber werfen habe ich doch auf Shift gelegt, nicht auf Shift, auf Feststelltaste hier. Caps Lock. Muss ich mal gucken. Ich wollte den Köder auch nicht essen. Den Köder. Weil unten steht zwar mittlere Maustaste, aber ich habe es ja runtergenommen. Außer er hat es zurückgesetzt. Weil, also dass er die Einstellung irgendwo zurückgesetzt hat. Er hat die zurückgesetzt. Ach, meine mittlere Maustaste ist nämlich ein bisschen kaputt. Pfeil wechseln, es gibt verschiedene Pfeile. Caps Lock. So, jetzt. Anwenden. Zurück. Gut. Wir können. So, ich stelle jetzt noch den tödlichen Giftköder her. Sage den dahin. Den dahin. Das Ding hier weg. Ja, was sind denn jetzt hingeworfen? Den will aber nicht essen, oder? Pack da mal den Arm weg. Der weiß nicht hinspringen. So, Nummer 1. Nummer 2. Oh, ich glaube, die Zäune verlieren ihren Strom, wenn der dran jumpt. Okay, der, wenn er zu nah kommt, beißt er trotzdem. Der sieht eigentlich gar nicht so gefährlich aus, weil er die ganze Zeit so traurig guckt. Mist! Nebengejumpt. Nach vorne gejumpt, statt auszuweichen. Oh, ich muss mehr mal klicken. Okay, aber da kann ich die Dinger wieder aktivieren. Habe ich nur noch bis auf mal angekriegt. Wäre lustig, wenn ich ihm so eine abgetrennte Hand entgegenwerfen könnte. Und dann ist er kurz abgelenkt oder irgendwas, und die kann ich leider nicht werfen. Dann schmeiße ich trotzdem ein Steinchen.
halt die Richtung ändert, kurz vorher. Was war das? Auf einmal springt der Instant. Was ist das für ein Cheater-Töle? Blödes Vieh. Was dürfte jetzt unser erster richtiger Bossfight sein, oder? Vielleicht sogar einer mit. Also ist auch einer unserer. Überhaupt mit unseren ersten Kämpfen, weil wir noch nicht so viele hatten. Wir haben einmal gegen den Verrückten gekämpft und das war's, glaube ich. Nur zu lang, um dein Füßchen zu speichern. Ja, dankeschön. So. Geil! Neben das Kackding gefallen. Mit 15 Ausschaden, okay. Was ist das? Schnell wieder anmachen alles. Ist der wieder so reingeschietet. Das ist beschissen. Jetzt bin ich in den Kämpfen nur mit halbem Leben rein. Weil ich irgendwie den Balken verpasst habe, dann abgeschmiert bin. Nein! Mensch! Warum triffst du denn jetzt nicht mal den Kackbalken? Wieder nur eine Hälfte Leben. Wenn du mich einfach da anjumpst, dann war's das. Oh. Töne hier. Ja klar, spring einfach ohne Feuer anzukündigen. Lass es uns fair machen. Die sind nicht schon ätzend genug, dass der manchmal einfach mitten im Sprung die Richtung ändert. Was ist denn jetzt hier? Er kommt einfach rangerannt auf nächste Nähe. Und dann springt er wieder instant, während ich ausweiche. What? What the fuck? Ich bin gerade gestorben, weil der Balken zusammengebrochen ist. Und da ist schon wieder in die andere Richtung gesprungen. Diese Töle ist nervig. Wie heißt der? Oder Instant Jump. Ja, der, klar macht er wieder diesen Instant Jump. Dem kannst du, wenn der so auf dich zuläuft, ohne zu jumpen, heißt es, er macht einfach einen Instant Jump, sobald du ausweichst und trifft dich immer.
Naja. Also dieser Kampf geht mir langsam auf den Wecker. Das Schlimmste ist eigentlich, dass die Ladesequenzen immer 5 Jahre dauern. So, aber jetzt. Der macht einen Insta-Jump. Oh, er hat gerade einen Insta-Jump gemacht, hä? Ja, zum nächsten Torchen. Strom anschalten. Reicht. Gehen wir direkt hier rüber. Habe ich da einen besseren Winkel? Was für Boxen sind das? Hundeboxen? Ich hätte das Putboxen. Tierboxen. Ja, ich schätze mal noch 3 Mal muss ich brutzeln. Ja. Oh Mist, ja kein Strom. Vielleicht nur noch einmal, oder? Ne, noch 2 Mal, ne? Ne, doch nur einmal. Gib mir dein Verstecken. Hand nehme ich mit. Kann immer mal einen Arm gebrauchen. Schrott. Das ist Schrott. Und jetzt geschafft, ohne Leben zu verlieren. Hier, tippt deine Hand. Ab, es ist abgeschlossen. Vor uns lagen hier noch viel, viel mehr Leichen. Hat er die alle jetzt aufgegessen in der Zeit? Guck mal hier drinnen. Bio, Dosenstutter, weniger vor. Jetzt können wir aufmachen. Ah ja. Gut, ich bin hier rausgekommen. Ich muss mal gucken, habe ich gar nicht auf die Uhr geschaut. Moment. Oh. So. Halbe Stunde. Mensch, sind wir schon über der Zeit. Gucken, ob hier gleich ein Lagerfeuerchen ist.
Ja, wir können es ja jetzt auch mal selbst basteln. Ich vermute mal, dass hier auch ein Slime wird. So direkt am Bosskampf. Ich bin wieder lange auf dem Fleck. Nee, hier ist keins. Na gut, dann craften wir uns mal eins. Zack. Wie nutze ich das jetzt? Achso, ah, das ist wie so ein Save auf dem Inventory raus. Okay, gut. Wieder aufnehmen. Wir laden. Was zählt da jetzt? Da hier ist das, glaube ich, ja? Quick Save. Ah, okay, ist einfach nur ein Quick Save. Spielzeit 14. Wir haben schon 14 Stunden gespielt, krass. Na gut. Dann sind wir auch am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mit Bosskampf. Unserem ersten Bosskampf und unserem, glaube ich, zweiten Gegner überhaupt. Der richtigen größeren Gegner. Dann danke ich wie immer fürs Zuschauen. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.